Kurz auf Deutsch. Wir sind gerade in der Auferstehungsphase, der Pfingstenzeit, und Jesus hat uns gesagt, suchet in den heiligen Büchern. Ihr findet für euch selber Leben, wirklich. In der Bibel, du findest Leben. Das Leben ist Christus, und über Christus gibt es bestimmte Verse und bestimmte Geschichten, die für dich so wichtig sind, so erforderlich für dein Leben. Und ohne diese Geschichten, ohne die Verse und die Gebote in der Bibel, da kannst du sicher nicht leben. Deswegen hat Jesus uns im Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 39 gesagt, suchet und erforscht die Bibel, denn ihr findet in der Bibel für euch Leben. Zwei Personen, genau eine Woche nach der Auferstehung, gingen zu weit von Jerusalem. Entschuldigung, am selben Tag der Auferstehung, am Sonntag der Auferstehung am Abend. Sie gingen beide nach Jerusalem, von Jerusalem weg, nach einer kleinen Stadt, heißt Emmaus. Und dort, sie wollten in ihrer Ruhe. Zu viel ist geschehen für sie. Sie sind abhängig von Christus geworden, von seiner Liebe, von dem Wunder, von seiner Göttlichkeit und göttliches Bild waren sie verbunden eigentlich. Und sie haben beobachtet, alle Propheten, auch Moses, hatten Wunder durch Gebete. Alle Propheten hatten begrenzte Wunder. Elias hat einmal einen Knaben von dem Tod auferweckt. Aber wie? Er hat zuerst seinen Stab geschickt mit den Jüngern und hat gebetet und ging rauf und ging runter, stundenlang, und hat geschrien zu Gott und sagt, Gott, auch zu der Witwe, hast du, hat so gesagt, ja, Unrecht getan, hat zu viel gebetet, zu viel gesagt, und stundenlang ist der Knabe auferstanden von dem Tod durch die Gebete und Gottes Wirkung. Aber was macht Jesus? Jesus sagt, Lazarus, komm raus, ein Wort. Lazarus, komm raus, ein Vers. Und Lazarus ist sofort geheilt, sofort die verdorbene Gelenke und Organe und Gehirn und Augen sofort zur Heilung zurückgekommen. Und der Geist, der so weit ist, ist gekommen auch in einer Sekunde durch ein Befehl Christus. Also die zwei Jünger, Kleopas und Lukas, die so weit entfernt von Jerusalem, ungefähr 11 Kilometer entfernt, hatten gedacht, wer kann besser uns erlösen als Jesus? Er ist der Messias. Er ist nicht vergleichbar mit Elias oder mit Moses oder mit einem der Propheten. Und deswegen waren sie traurig. Aber Achtung, sie haben, wie ich gesagt habe, 11 Kilometer die Entfernung. Sie sind 11 Kilometer gegangen von Jerusalem. Und den ganzen Weg hatten sie nur über eine Person geredet, über Christus. Christus war ihre Beschäftigung, war der Geliebte, war der geliebte Gott, der geliebte Bruder, der geliebte in ihrem Leben, hatte sie erleichtert von jeder Sünde. Sie waren so verbunden mit Christus. Und meine Frage, und du, was ist mit dir? Bist du auch mit Christus so verbunden? Kannst du wirklich nicht von Christus ein bisschen entfernt? Findest du genießen und wohl und lustig so weit von Christus, oder hast du das Leben bei Christus? Die zwei hatten das Leben mit Christus gefunden. Deswegen hatten sie über Jesus den ganzen Weg gesprochen. Kein anderes Thema. Die Welt ist für sie ausgeschlossen. Nur Christus. Und wenn wir wachsen im Glauben und in der Liebe Christus, dann werden wir an Christus am Morgen denken, am Abend, Mittagszeit, im Schlafen, im Wachtum. Die ganze Zeit wird für Christus gewidmet. Die zwei hatten über Christus gesprochen
Und deswegen kam Jesus zu ihnen. Sagte er nicht in Matthäus Kapitel 8, wenn zwei oder drei in meinem Namen sich versammeln, werde ich in der Mitte sein? Er hat es gesagt und auch getan. Als die zwei Jünger unterwegs kam ich zu ihnen und hatte, das war am Abend. Und nach der Auferstehung ist der Leib Christi ein verherrlichter Körper geworden. Deswegen haben sie ihn nicht leicht erkannt. Und unterwegs hat er die beiden gefragt: Ihr, worüber redet ihr? Er hat vielleicht eine Stricke sie gehört reden. Und sie haben ihm erwidert: Bist du fremd hier? Wohnst du nicht in dieser Gegend? Hast du nicht gehört, was passiert zu Jesus, der mächtige Prophet? So sagten sie, den wir geliebt haben. Wir haben gehofft, dass dieser der Messias ist, der uns erlösen wird. Aber trotzdem hatten unsere Regierung und unsere hohen Priester ihn festgenommen und getötet. Wir haben gehofft, er ist der Messias. Aber trotzdem, es gibt Hoffnung. Einige unserer Frauen reden über seine Auferstehung. Wir haben nicht gesehen. Und wir haben zu viel im Kopf gehabt. Es ist Kopfschmerzen. Wir haben gedacht, wir gehen ein bisschen weit von Jerusalem, damit wir ein bisschen Ruhe. Aber wir konnten nicht halten. Wir konnten nicht den Mund halten und nicht über ihn reden. Und ich frage euch, könnt ihr einen Tag oder eine Stunde nicht über Christus denken oder mit ihm reden? Schade, wenn das geschieht. Nun, Jesus hat mit ihnen weitergesprochen und gesagt, und worum es geht, sie haben erzählt. Und dann hat Jesus den Mund aufgetan und hatte von Moses bis zum letzten Buch gesprochen und sagt, sollte nicht der Messias gelitten würden und dann auferstehen, habt ihr es gelesen und hat angefangen von Moses. Was sagte Moses? Im ersten Kapitel hat Adam und Eva geschaffen und dann gleich gesündigt. Und Gott hat ihnen versprochen und gesagt, der im Singular, der Nachkommen der Frau wird die Menschen erlösen und die Schlange zertreten. Hat Jesus das geklärt? Dass von Anfang an, ganz früh, hat über Christus und seine Erlösung gesprochen. Und dann hat gedauert, die Reise ist gedauert und die Herzen von den beiden waren so warm und so glücklich wegen der Rede Christi. Und am Ende sagt, okay, ich gehe fort. Sagt, nein, es ist Abend, bleib mit uns. Sie haben so von Jesus verlangt, bleib mit uns. Und wenn du glücklich mit Christus im Gebet oder durch eine Lesung oder im Gottesdienst, sag ihm deutlich, bleib mit mir, bleib mit uns. Was macht er? Er kommt zu dir. Er wird sicher 100% bei dir im Herzen, in Gedanken und im ganzen Leben bei dir beiwohnen und niemals dich verlassen. Jesus hat gesagt, okay, ich komme zu euch. Sofort hat er die Frage geantwortet. Und ging mit ihnen hinein ins Haus und hatte, es war ein Tisch, saß zu Tisch und nahm Brot, segnete das Brot, hat das Brot gebrochen und ihnen gegeben. In diesem Moment hatten sie gedacht, das ist die Methode, was Jesus mit uns gemacht hat. Und das sind die Wunden, was Jesus unterwegs getan. Und sofort ist Jesus weggegangen, einfach verschwunden, niemand hat ihn weiter gesehen. Und sie sind sehr glücklich. Sie sagen, ja, unser Herz ist verbrannt mit der Liebe, war so warm und sehr glücklich. Und statt zu bleiben in Emmaus, gingen sie zurück nach Jerusalem. Hatten den Rest der Jünger gesagt, Jesus ist auferstanden, hundertprozentig. Die Kraft der Auferstehung, die Kraft der Erscheinung Christi an die Jünger hatte ermöglicht, dass sie überall mitgehen und missionieren, nicht mit Schwert und nicht mit Geld und nicht mit Logisch, aber mit der Kraft der Auferstehung.
Jesus ist auferstanden. Durch diese Kraft sind wir Christen geworden und sind wir Christen geblieben. Ohne Auferstehung wäre Jesus nur ein Märtyrer, ein Prophet, der einfach gestorben ist. Ohne Auferstehung hätten wir nicht an die Gottheit Christi geglaubt. Wer hat sich selber von dem Tod auferweckt? Niemand. Und wird auch niemand das tun. Jesus ist auferstanden, unseren Wegen, und auch gekreuzigt, unseren Wegen. Lass uns ihn lieben, ihn auf dem Weg begleiten, ihn fragen, zu uns zu kommen, mit uns zu Hause zu bleiben, über ihn zu reden, die ganze Zeit, das ganze Leben, nicht eine Stunde, und das war es. Nicht nach dem Gottesdienst etwas über die Welt zu reden, über Christus. Lass Christus euer Leben sein. Lass Christus dein Leben und deine Freude, dein Tag und deine Nacht, deinen Trost und auch deine Liebe. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen.